Hernien. Warum sollten Brüche verschlossen werden? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um den Leistenbruch. Das ist eine der häufigsten Erkrankungen, die wir in Deutschland erleiden. Solche Brüche können auch in anderen Bereichen des Bauches auftreten. Der Überbegriff lautet Hernie. In der Asklepios Klinik St. Georg gibt es ein Hernienzentrum, um den Patienten noch besser helfen zu können. Und bei mir ist jetzt Dr. Steffen Skopnik. Er ist leitender Oberarzt in der Abteilung Allgemeine Viszeralchirurgie in der Asklepios Klinik St. Georg und er ist einer der Leiter des Hernienzentrums. Schön, dass Sie Zeit haben. Gerne. Hernie ist ja so ein Wort. Was genau ist das jetzt eigentlich? Grundsätzlich in unserem Fall ist Hernie eine Bauchwandschwächung, die sich durch drei Merkmale charakterisieren lässt. Einmal eine Bruchpforte. Einmal der Bruchsack und der Bruchsackinhalt. Ja, das heißt, das ist ja kein Bruch irgendwie oder kein Riss, sondern irgendwie, da öffnet sich was eh schon offen ist, ne? Genau, also es ist eine präformierte Schwachstelle mehr oder weniger, die dann eben zu einem Bruch oder zu einer Hernie wird. Nicht vergleichbar mit einem Knochenbruch, was ein akutes Ereignis ist, wo eben was bricht, was merkbar bricht. Ja, und an welchen Stellen des Körpers kann ich das haben? Prinzipiell in, wie Sie schon gesagt haben, typischerweise in der Leistenregion, aber auch im Bereich des Bauchnabels, ja. Oberhalb des Bauchnabels oder im Bereich von Narben, das heißt, wenn man Voroperationen hatte oder auch am Zwerchfell. Aha, also denn schon noch oberhalb des Bauchraumes, Zwerchfellübergang zur Speiseröhre dann wahrscheinlich. Genau, also ja. Ja, genau. Warum passiert das? Also ist der Mensch so schlecht gebaut, dass er ein bisschen Druck, irgendwie tiefes Heben und sowas nicht ab kann? Nein, grundsätzlich nicht. Aber es gibt genetische Faktoren wie Bindegewebsschwächungen, die ein Risikofaktor dafür sind. Und eben das, wie schon angesprochen, bei Narbenbrüchen, Narbengewebe an sich nicht so gut ist wie gesundes Gewebe. Und deswegen ist es einfach schwächeres Gewebe, was dann durch weitere Risikofaktoren zu dem eigentlichen Bruch oder zu einem symptomatischen Bruch führt. Ja, und wobei zieht man sich so einen Bruch, jetzt mal abgesehen von der Narbe, das kann ich verstehen, dass die an der Sollbruchstelle bleibt, aber jetzt meinetwegen ein Leistenbruch oder ein Nabelbruch oder auch bei Frauen, die haben ja auch Leistenbrüche, wodurch kriege ich das denn jetzt? Also wie schon gesagt, das ist kein akutes Ereignis, ja. Sondern es ist eben diese präformierte Schwachstelle, weil beispielsweise bei der Leiste beim Mann ziehen Gefäße, das sind einmal die Blutgefäße, die den Hoden mit Blut versorgen und zum anderen der Samenstrang durch den Leistenkanal. Mhm. Und das ist eben eine Art Schwachstelle und die durch hohen Druck im Bauch mit der Zeit zu einem größeren Bruch wird mit der entsprechenden Aussackung. Ja, und bei Frauen dann sowas Ähnliches? Bei Frauen so ähnlich, da laufen andere Strukturen, das sind Bänder, die die Gebärmutter halten durch. Deswegen ist aber auch bei der Frau, kommt zum Beispiel ein Schenkelbruch, der unterhalb des Leistenbandes ist viel häufiger vor als beim Mann, weil eben die Anatomie eine andere ist. Aha, so also ein Stückchen unterhalb des Leistenbruches, wo es beim Mann wäre, ist es dann also auch bei der Frau möglich. Genau. Man liest ja immer, man merkt das dann beim Husten, also immer dann, wenn Druck auf den Unterleib kommt oder beim Pressen oder beim, ja, also bei solchen Geschichten oder beim Heben. Und viele sagen dann, ja, mein Gott, dann muss ich mir da eben was drum binden. Früher gab es so Bruchbänder, die man da auch verwandt hat. Wie leicht kann man so einen Leistenbruch nehmen? Also was kann passieren, wenn man den hat oder einen Bruch allgemein? Also grundsätzlich kann das auch sehr gefährlich werden, weil ein Bruch einklemmen kann, sprich dann kann beispielsweise Darm dort feststecken, der sich selber nicht mehr befreien kann. Das ist tatsächlich dann ein sehr dringender bzw. Notfall. Grundsätzlich weiß man aber, dass die Brüche im Laufe der Zeit immer größer werden und somit mehr Beschwerden machen. Und deswegen macht es Sinn, diese Brüche schon recht früh, wenn man sie bemerkt, anzugehen. Aha, also gibt es nicht den Moment, wo man bis wohin man noch so warten kann und sagt, ah, das ist ja nur eine Kleinigkeit und da warten wir noch mal 5 Jahre für Sie?
Das muss, wenn, der Patient selber entscheiden. Okay. Also das kann man von außen nicht vorgeben, aber in dem Moment, wo es Einschränkungen macht oder Schmerzen macht bei Belastung und mit dem Wissen, dass es nicht besser wird mit der Zeit, kann man das zeitnah angehen, dass das repariert wird. Ja, und wie wird das dann diagnostiziert? Mit was für einer Bildgebung? Zum einen klinisch, das wäre jetzt keine Bildgebung, sondern die Untersuchung oder die Schilderung des Patienten über die Beschwerden, und zum anderen im Ultraschall. Die meisten Bauchwandbrüche sieht man tatsächlich im Ultraschall sehr gut, oder dann CT, MRT und häufig auch Zufallsbefunde, wenn man eben ein CT vom Bauchraum macht, ein MRT vom Bauchraum, dass man sieht, dass man eine Leistenhernie hat, die vielleicht bis dahin auch noch gar keine Beschwerden gemacht hat. Ja, genau, und die man dann irgendwann machen lassen sollte. Ja, und dann komme ich mit dieser Öffnung, die immer größer wird, komme ich dann zu Ihnen. Und ich glaube, Sie haben Unmengen Methoden, verschiedene, oder? Das ist richtig. Man kann nicht pauschal sagen, dass eine Methode die beste ist, sondern es kommt immer auf den Patienten an, auf die Risikofaktoren des Patienten, wie auch Voroperationen oder Medikamente, sodass man mit dem Patienten zusammen ein auf ihn zugeschneidertes Therapiekonzept vorschlägt oder entwickelt, was sich aber schon anhand von Leitlinien entsprechend vorgegeben ist. Ja, okay, verstehe. Das heißt, man muss schon, also es gibt schon Erkenntnisse darüber, wem was am meisten gut tut, aber der Patient kann schon auch noch mal mitreden. Aber so habe ich es verstanden. Definitiv. Da gibt es doch, also ich weiß was von Netzen, ich weiß aber auch was von Nähten, ich weiß was von laparoskopisch. Irgendwie, da gibt es ganz, also so irgendwie gibt es da alle möglichen Varianten. Genau, es gibt die Möglichkeit, Brüche ohne Netz und mit Netz zu versorgen. Das ist von der Bruchgröße abhängig. Man tendiert dazu, inzwischen häufiger Netze einzusetzen, weil man einfach weiß, das Risiko, dass der Bruch wiederkommt, ist deutlich geringer. Es gibt sogenannte offene Verfahren mit einem größeren Schnitt, und es gibt auch minimalinvasive Verfahren. Das heißt, über die Schlüssellochchirurgie können auch die Netze an die entsprechenden Stellen platziert werden. Ja, also einfach nur zunähen kommt nicht vor. Kann man auch machen, bei, wie gesagt, ganz kleinen Brüchen. Aber man weiß, dass die meisten Brüche trotzdem wiederkommen, auch wenn sie erstmal durch eine Naht verschlossen sind, einfach weil der Körper an der Stelle ja eine Narbe, also wieder eine Schwachstelle hat. Und die sollte in dem Fall mit einem Netz verstärkt werden. Ach so, das heißt, das Netz dient im Grunde genommen dann dazu, also dieses Netz, wo Sie mir gleich noch erzählen, wie Sie das überhaupt in den Körper reinkriegen, das finde ich sehr spannend, dient eigentlich dann dazu, den Druck zu verteilen. So müsste ich es mir eigentlich fast vorstellen, wie so ein Flicken, der ja auch den Druck verteilt. Ja, so kann man das sehen. Also das Netz selber gibt erstmal die primäre Stabilität unmittelbar nach der Operation, aber in dieses Netz wächst Narbengewebe ein, und dieses Narbengewebe sorgt dann in Verbindung mit dem Netz, was bleibt, was eben sich nicht auflöst, dass die Bauchwand an der Stelle so verstärkt wird, dass der Bruch an der Stelle nicht wieder auftritt, idealerweise. Und das Netz wird befestigt? Teilweise. Ja. Es gibt Operationsverfahren, da werden die Netze befestigt. Manche werden auch nur an die entsprechende Stelle platziert. Manche Netze sind selbsthaftend, das heißt, die müssen gar nicht geklebt oder getackert werden, ja, sondern man muss die Netze nur für einen gewissen kurzen Zeitraum sichern, dass sie nicht verrutschen, bis sie eingewachsen sind. Und dann ist die Fixierung, die man ursprünglich gemacht hat, nicht mehr relevant für die Verstärkung des Gewebes. Lösen sich Netze dann irgendwann auf? Es gibt Netze, die sich auflösen. Da hat man aber die Erfahrung gemacht, dass die Netze, die sich auflösen, eben nicht so viel Stabilität geben, sodass man dazu übergegangen ist, Netze einzusetzen, die sich teilweise auflösen, beziehungsweise die sich gar nicht mehr auflösen. Und kann das nicht gefährlich werden für den Menschen? Fremdkörper, Thema Fremdkörper? Vollkommen richtig. Also deswegen ist bei der Implantation muss man natürlich schauen, dass das alles, deswegen auch sollte es im OP stattfinden oder findet im OP statt, dass das alles unter sterilen Bedingungen stattfindet, dass eben keine Bakterien an diesen künstlichen Oberflächen sind. Mhm. Und grundsätzlich gibt es ganz selten beschrieben Unverträglichkeiten von den Netzen, aber das kommt so selten vor, dass das einen nicht davon abhalten sollte, sich ein Netz einsetzen zu lassen. Ja, wo kommt denn das hin? Also ich habe ja verschiedene Gewebsschichten, dann gibt es diese Öffnung, sagen wir mal, so in den Bändern, die immer größer wird. Das ist ja das Problem. Und kommt das Netz jetzt, pappen Sie das da oben drauf oder schieben Sie das da drunter?
Das ist so ein bisschen, wie auch schon gesagt, von dem Patienten und von der Art des Bruchs abhängig. Ja. Also es gibt Verfahren, wo man das Netz im Endeffekt oben auf die, auf den verschlossenen Bruch wieder drauflegt. Da weiß man aber, dass das von der Stabilität eigentlich am wenigsten geeignet ist, sondern wenn man Netz einsetzt, platziert man das idealerweise unterhalb der Bruchpforte, also der kleinen Öffnung, wo der Bruch entstanden ist. Ja, genau. Und wie wird das dann, also wie groß ist der Eingriff so aus dem Gefühl des Patienten heraus? Ist das eine Vollnarkose oder dauert der sehr lange oder wie? Muss ich mir das vorstellen? Es gibt Operationsverfahren, wie die über die Schlüssellochchirurgie stattfinden, die werden in Vollnarkose gemacht, weil man einen Patienten hat, der eben seine Bauchmuskulatur in dem Moment nicht anspannt. Ah ja. Gibt aber die Möglichkeit, beispielsweise Leistenoperationen auch in örtlicher Betäubung zu machen. Ja, also auch je nachdem, was der Patient so verträgt. Genau. Also an Belastung auch vertragen kann. Genau. Und vielleicht auch will. Vollkommen richtig. Ja, genau. Das ist ja eine Operation im Bauchraum. Kann ich da irgendwie mich infizieren? Grundsätzlich ist der Darm ja verschlossen bei der Operation. Wenn er nicht verletzt wird, sollte es da kein Problem geben. Es ist zwischenzeitlich so, anfangs hat man immer noch ein Antibiotikum gegeben, wenn man Netze, also künstliche Oberflächen in den Körper eingesetzt hat. Heutzutage bei den schlüssellochchirurgischen Operationen ist man da sogar zurückhaltender geworden und gibt eher weniger Antibiotika, weil man einfach weiß, dass es da kein Infektionsrisiko gibt. Ja. Wie schnell bin ich danach wieder auf dem Darm? Das ist ein bisschen von der Operationsmethode abhängig. Es gibt Operationen, die wir ambulant durchführen, gibt aber auch Operationen, wo Sie eine Nacht stationär sind, beispielsweise bei Operationen, die im Bauchraum stattfinden. Da bleiben Sie eine Nacht zur Überwachung und am nächsten Tag werden Sie nach Hause gelassen. Ja, dann hatten wir ja eingangs gesagt, es gibt auch noch Brüche, die zwischen Magen und Speiseröhre stattfinden, also wo die Öffnung der Speiseröhre durch das Zwerchfell durch immer größer wird. Ja. Hiatus Hernie nennen Sie das, glaube ich. Richtig, ja. Wenn man das hat, da hat man sich ja schon lange mit Reflux herumgeschlagen, mit Magensäure oder womöglich, dass man sich nicht mehr bücken mag oder sowas in der Richtung. Wie operieren Sie das? Gibt es da auch ein Netz? Da gibt es, wenn die Bruchlücke sehr, sehr groß ist, dann wird zum einen die Bruchpforte wieder mit einer Naht verschlossen und durch Netz verstärkt. Kleinere Brüche kann man mit einer Naht versorgen. Zusätzlich wird aber aus einem Teil des Magens eine Art Manschette geformt, die zum einen verhindert, dass Säure wieder die Speiseröhre hochgeht, also gegen diese Refluxbeschwerden, von denen Sie gesagt haben. Zum anderen verhindert das, dass der Magen durch diese Bruchlücke wieder in den Brustkorb hochrutscht. Also man verengt sozusagen eigentlich die Wege, damit die Organe da bleiben, wo sie sind, ja. Sozusagen. Und wie ist das? Also auch das ist ja eine Frage der Gewebsfestigkeit, vielleicht auch des Alters, vielleicht auch des Gewichtes. Habe ich das Problem dann nach 2 Jahren wieder? Im Normalfall nicht. Aber ja. Das Risiko bei allen Hernien liegt immer daran, dass es wiederkommen kann, dass ähnliche Beschwerden wieder auftreten und man sich dann eben nochmal die ganze Diagnostik anschauen muss, ob es einen Grund gibt, das nochmal als Bruchversorgung zu machen. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!